ich müsste ja... Ah, Kacke! Sehr effektiv, verdammt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dreckiger Mist. War bestimmt gegen Pflanze gewesen, nicht wegen Gift, ne? War das wegen Gift? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Hier. Weil ihr inzwischen mein schwächsten Level hat, lustigerweise. Ich muss den Level steigen. Naja, geht auch nicht, wenn mich... Ist egal. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Computer mehr XP ist auch okay. Beide tot. Weil ich glaube, ich das überlebe sowieso. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel Ausdauer verbraucht über den Wert. Müsste gar nicht überleben. Ja, ziemlich gut sogar. Hey! Mein Mewtwo muss ich auch dringend entwickeln, damit ich in der nächsten Arena geiler bin. Ach, nee. Tja, jetzt nehmen wir das Schönes. Ich bin sowieso im Prinzip kaputt. Hochdruckfontäne. Das einzige Sinnvolle eigentlich hier. Das wäre auch ganz gut gewesen, aber jetzt tausche ich gerade aus, das bringt auch nicht mehr. Weil alles andere hier auf ihn eher schwache Schaden macht. Das ist ja Kristall-Temtem, ne? Vielleicht ist ja sogar Boden, ich bin nicht ganz sicher. Nee, das muss ich mentalen Kristall sein. Das heißt ja, neutraler Schaden damit. Aber Kopfraum ist jetzt auch nicht so krass. Gib ihm. Toll, jetzt kann ich nicht mehr machen, die Attacke. Trotzdem erschöpfen, was soll's. Hat sie gerade hier schon zum Drittel ausgehabt mit Doppel. Ah, jetzt ist es wahrscheinlich trotzdem. Naja, wahrscheinlich nicht, nein. Das wird er überleben. Nein, hat er nicht. Ey, geil. Ist geschafft mit Mewtwo. Super gut. Ich darf gehen, ist aber nett von euch. Hey, 500, noch was Geld. Das ist fast schon ein neuer Rekord hier. Ah, den ganzen Weg zurücklatschen. Wenn ich jetzt mal am Kanif reiten könnte oder sowas. Jetzt, wo ich das gerade gesagt habe, ich glaube tatsächlich mal gesehen zu haben. Das kann ich jetzt aber mit Pokémon verwechseln, ich bin mir ganz sicher. Dass man hier auf seinen Temtem geritten ist, um schneller voranzukommen. Andererseits habe ich hier noch keinen Trainer rumlaufen sehen, der auf dem Temtem geritten ist. Also wird es wohl Einbildung gewesen sein oder Wunschdenken oder was auch immer. So, wieder dahin. Ah, hier ist ewige Getrampel, ne? Das ist schon recht anstrengend. Wie einiges in Temtem. Hin und zurück, hin und zurück. Ich bin tot, ich bin am Leben, ich bin tot. Ich muss wieder heilen gehen. Mist, das wollte ich gar nicht. Das ist schon nervig. Es stehen ja auch kaum Trainer rum. Was soll denn das? Also wenn haben wir viele oder sowas. Fast nichts. Komm. Er will jetzt nichts kaufen. Okay, dann kauf halt nichts. Ich hätte das Geld gebrauchen können. Oh, Kristall. Aber zumindest der rechte ist ja... Boden und Kristall. Das sollte also was machen, ha? Huh? Ich hab... Ah, verdammt! Au. Das war nicht gut gerade. Das war rot. Das habe ich aber gesehen. Aber ich habe aber geklickt, weil ich dachte, das wird schon. War eine gute Entscheidung von mir. Jawohl. So, ich würde sagen, ich wechsle mal direkt meinen Gleichgewicht wieder aus. Denn das ist mir so nix. Was soll ich gegen Gift? Kristall, den da. Ich hasse Kristall-Temtem so sehr. Wenn wäre mein Mewtwo gegen Kristall nicht so anfällig, wäre Kristall nur halb so schlimm. Also, ich tatsächlich viel weniger. Naja. Ist halt wie es ist, deswegen ist es doof. Ich bin hier oder was? Hast du jetzt davon? Hey. Zumindest mein Kanif, der Level gerade ganz gut weg. Ah, schön, da kann ja nichts, der Typ. Den mag ich echt gerne, kann aber überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, wieso es dieses Ding überhaupt gibt im Spiel, aber es ist einfach schlecht. Es ist einfach nur schlecht. Das ist schlimmer als ein Wuin genau, denn das kann man wirklich noch Schaden machen, wenn man das ordentlich anstellt. Aber das hier, nix. Gar nichts. Oder
Er hat zwischen was gelernt. Okay, das war jetzt wirklich der Falsche gewesen, aber offenbar kann er inzwischen doch was. Vielleicht nehme ich das bisschen zurück, was ich mal gesagt habe. Tausch dich trotzdem aus. In guter Hoffnung. Ich muss hier mal nicht das Spiel ein bisschen leveln, das wisst ihr ja alle. Okay. Ha, ein Viertel bloß. Idiot. Idiot da. Oh, sehr effektiv. Hey. Ich habe jetzt was gegen diesen hier. Stimmt. Gift gegen Pflanze, Gift gegen Wasser war ja sehr effektiv gewesen. Viermal. Damit ist er mit einmal viel harmloser, als er jemals überhaupt noch war. Okay, er kann inzwischen Angriffsattacken, das ist richtig. Das bringt ihm nichts gegen Yggdrasil. Das ist ja, mein Yggdrasil ist ja das totale Kryptonit gegen den. Cool. Habe ich Yggdrasil gesagt? Ich meine Yggdrasil. Ist auch egal. Du hattest schon gegen mich gekämpft? Nein. Eher nicht. Gib ihm. Misaku. Wenn der mal nicht giftanfällig ist und auch generell nicht viel austeilen kann gegen meine beiden hier. Schön. Oh, 54 sogar. Der könnte nebenbei noch ordentlich XP geben. Doppeltreten. Ei. Doch, damit geht's, okay. Ruht sich aus. Wird immer besser hier. Gerne mehr von solchen Kämpfen. Wenn du eigentlich bloß 16 Ausdauer brauchen würdest, ist natürlich auch ein bisschen nervig. Oh, jetzt macht er. Nein, das ist eine Luftattacke! Luft fand ich gut gegen Nick. Ah. Wieso? Level 54, die Hyper-XP, die ich hätte kriegen können, müssen, sollen. Beleber. Die will ich mir nicht entgehen lassen hier. Muss ich ihn aufpassen, nicht umzubringen. Hm. Au. Tja. Hm. Das müsste ja überleben, ne? Das aber auch. Ich will. Oh, das sowieso. Wenn ich jetzt mal einen einwechsel, dann ist er auch gleich wieder tot, wenn ich ihn angreift. Das ist natürlich total doof jetzt für mich. Ich hoffe einfach mal, er greift die anderen an. Dann, sonst habe ich keine Chance, dass mich wiederbeleben. Ich weiß, einmal war es so, da wurde ich wiederbeleben trotzdem mit XP versorgt. Aber normalerweise ist es bisher nichts so gewesen in Temtem, meiner Erfahrung nach. Und deswegen... Gott, auf den. Aua. Es war ein neutraler Schaden. Und trotzdem so viel Alter, Falter. Hammer, ouch. Doppeltritt. Gott. Das haben wir geschafft. Huiuiuiuiui. Na, so wenig X. Nein, selbst mit denen nicht aufgeteilt, das wären immer noch plus 52 mehr gewesen. Also knapp. Ich habe mit viel mehr gerechnet. Wir haben bereits ein wildes Temtem. Ein Doppelkampf, wohlgemerkt, mir 1000 XP gab. Also bei Pokémon ist es wenigstens, das habe ich hier noch nie überprüft tatsächlich. Bei Pokémon ist es so, wie wir ja alle wissen, dass Trainerkämpfe mehr XP geben als wilde Kämpfe. Es scheint hier vielleicht gar nicht so zu sein. Ich gehe davon immer aus, aber jetzt dem gerade nach wage ich diese Einschätzung meinerseits zu bezweifeln tatsächlich. Ich muss dich töten, um dich zu heilen. Ich hoffe, er überlebt die Attacke von den Gegnern, aber das bezweifle ich gerade irgendwie. Oh. Oh nein, natürlich auch noch. Hm. Toll. Hätte ich eine Runde gewartet, hätte es überlebt. Ich mich revitalisieren können. Mist. Hier komm, Mewtwo. Du brauchst ja am ehesten noch XP, haben wir ja schon mehrmals festgestellt. Quatsch. Das da. Beta auf Goti. Plopp. Oh, ach, das war ein normales Vieh. Stimmt ja. Dann ist Pewter tatsächlich nicht die schlimmste Wart hier an der Stelle. Zumal er auch leveln soll. Hier ist 700. Für zwei Viecher. Hm.
Vor allem sehe ich gerade... Stimmt, das war noch ein höherer Level gewesen eben gerade, das Dingens. Also jetzt habe ich recht, mehr XP kriegen trotzdem mal zu wenig. Oh, es ist so traurig, das Spiel. XP, das ist echt ein Versager... Versagerspiel, absolut. Da komme ich auch nicht lang. Ich muss also da lang, wie es aussieht. Hier ist auch eine Wand zu klettern, nehme ich an. Ja. Dann gibt es für mich nur einen einzigen Weg hier weiter. Das gibt es ja gar nicht. Dann machen wir ja dahin, wo ich eben schon war. Was das hier oben so, weiß ich auch nicht. Der komische Quatsch. Voll sinnfrei irgendwie. Warte kurz. Will ich da oben hin? Ich will da oben mal hin. Ich muss wahrscheinlich dahin und... Oh, meine Güte. Natürlich will ich auf jede Plattform kommen letztendlich, weil es gibt bestimmt ein oder zwei Trainerkämpfe und vielleicht ein paar Items zum Aufnehmen und sonst was zu entdecken, aber... Aha, oh, da habe ich... Hier bin ich gesehen, links. Die war getarnt. Was tut ihr hier? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Magna war und Tanisha. Tanisha. Na, was haben wir da Schönes? Ui, was ist das? Sieht nach Boden aus, aber... Usukai! Ach, das tat... Ich wollte mir sagen, das ist doch bestimmt hier... Ich kann meinen Mewtwo einwechseln, aber das stimmt nicht. Das ist... Und warte. Doch, klar, Tadaru ist normal. Das andere war Pflanze. Ah, oh, ich komme da immer durcheinander. Jedes Mal aufs Neue. Gut. Sehr effektiv und trotzdem fast keinen Schaden. Haha, ich bin leider immun gegen normalen physischen Schaden. Ja, auch... Mach ruhig weiter. Ich kann damit voll umgehen. Echt jetzt. Ich zeig's euch, wie ich das kann. Yeah, da ist er weg vom Fenster. Hat ein bisschen was Maschok-mäßiges. Ich unterstelle nicht ganz unabsichtlich bestimmt. Flop. Juhu. Plus 1 zu Angriff bloß? Och bitte, was? Das ist extrem underwhelming. Das habe ich jetzt absolut nicht kommen sehen bei ihm, dass sowas wie jeweils passieren würde. Oh nein. Ich mag den Typ doch gar nicht so gerne. Könnte ich machen. Ich auch. Wir müssten alle auf normalen Angriff gehen eigentlich. Ah, vor mir dran. Wir müssten eigentlich alle auf normalen Angriff gehen, bin ich der Meinung. Also verstärken wir uns ein bisschen. Der sowieso. Borkenschild, bitte. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen ausruhen. Mit ihm nicht, der kann auch angreifen. Aber du brauchst Ruhe, mein Guter. Ich könnte mal einen Gegner vergiften, aber es lohnt sich kaum. Wäre ich eigentlich der Zeitpunkt gewesen, man kann nicht ein bisschen zu heilen, ne? Naja, egal. Also mit Items meine ich. Wäre vielleicht ganz sinnig gewesen. Oh. Lief aber ganz gut gerade. Ich habe doch gar nicht so beschlagen. Also es hat diesmal mehr gebracht als beim letzten Mal gefühlt. Die Verteidigung zu erhöhen, das ist schon okay. Hä, was? Achso, hab ich noch nicht eingesetzt. Ja, was mache ich jetzt Schönes? Hm. Mal den tot zu kriegen. Aua. Auch sehr wenig Schaden. Also, der Kampf dauert ein bisschen, aber ich denke, ich überlebe mit beiden ganz gut. Da brauche ich mehr, als ich habe. Gefällt mir nicht so richtig. Der wird schon überleben. Der ruht sich bestimmt aus jetzt. Ne? Und der macht genau auf den. Sehr gut. Und überlastet auch noch. Sehr, sehr gut. Das heißt, nächste Runde gar nicht erst dran. Der ist nächste Runde wieder dran. Aber ich muss mal an diesen machen. Jetzt alles nix. Das bringt auch nicht so viel. Können wir, das ist auch Quatsch. Ich sammle nichts mehr an Dings. Ah, den. Ich habe ein bisschen mehr Schiss vor Valashs Angriff als vor dem von Dateru. Auch wenn er nicht so viel Schaden macht. Oh! Ist der Schaden besser geworden? Scheint bald so.
Sporen. Immer schön am Heilen bleiben. Ja, ja. Da kann sie noch so ärgern. Ist, wie es ist. Autsch.